Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 761 und wir stehen auch schon vor der nächsten Mod, nämlich diesem schönen Gebäude hier. Das ist ein Garagenpaket, das heißt Garage 1999, ist aber in der Mod-Reihe, also in eurer Mod-Listung unter Baracke zu finden, ne? Ist zu einem zweiten Gebäude, was ich gleich als zweites zeige, dann auf dem Bild auch zu erkennen, welches was ist. So, wir machen hier mal die Hilfe an, weil wir haben hier schon was, und zwar einen Lichtschalter. Und ja, man sieht da Licht und hier auf dem Boden vielleicht auch ein Schein, aber oben sieht man einfach nur, dass es ein bisschen weiß geworden ist. Also das ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber immerhin. Wir haben hier eine ganz dünne kleine kleine Bodenplatte, das ist schon mal schön. Die Texturengeschichten hier von dem Innenbereich hier, die gefallen mir wiederum sehr gut. Hier haben wir auch jetzt tatsächlich eine Lichtausbeute da. Wir haben hier hinten dann vielleicht auch noch ein weiteres Licht. Ich weiß nicht, bis jetzt ist nur das eine angegangen hier. Haben wir noch irgendwo einen Lichtschalter? Ja, hier ist noch ein Lichtschalter. Oder ne, ich habe die Tür aufgemacht. Vielleicht muss ich. Ja, da muss ich hin. So. Hier haben wir noch ein zweites Licht und ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo ein drittes versteckt ist. Also, wir haben hier sehr, sehr viele Lichtschalter. Einigen wir uns einfach mal da drauf. Ich weiß auch nicht, wo die anderen alle sind, weil ich habe bis jetzt drei Lichtschalter gefunden für drei Lampen und wir haben noch eine. Das war für die. Das war für die. Ne? Ich sehe nur drei Lichtschalter. Vielleicht seht ihr mehr. Sieht das aus, wenn die eine hier beide schalten sollte von der Verkabelung hier, aber naja, es ist halt eine andere Geschichte, ne? Also irgendwie mit der Lichtgeschichte, eins bleibt aus. Aber wie gesagt, sonst ist es eine schöne Garage. Hier die Texturen, holzgeschichtenmäßig und sowas. Das sieht alles ordentlich aus, hat eine schöne dünne Bodenplatte und da kann man sonst soweit nicht motzen. Also wie gesagt, lichtmäßig müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr daraus machen wollt. Sonst sind da schön viel Durchfahrtsgaragen und hier auch noch zwischen ein bisschen Platz, um noch was anderes reinzustellen, wenn man möchte. Schön die Verputzgeschichte, bisschen auf alt getrimmt, Dach dementsprechend hier schön. Ne, das sieht alles sehr gut aus, also kann man so nicht sagen. Auch von außen die Texturen hier, die gefallen mir sonst sehr gut. Auch von der Seite hier haben wir oben anscheinend noch Licht anzumachen. Ja, also wie gesagt, das schon mal mehr als okay sonst. Dann haben wir dementsprechend die zweite Variante. Das ist auch das Bild, was ihr dann findet, wenn ihr die Mod sucht. Hier haben wir einen Lichtschalter, der ist semi-optimal zugänglich, aber da sehen wir tatsächlich, dass hier ein bisschen was weißer geworden ist. Da funktioniert das schon halbwegs. Hier haben wir dann den Garagenpart unten drin. Da seht ihr auch hier drei Garagen, nichts Durchfahrmäßiges, sondern einfach nur drei Garagen. Dann haben wir hier oben, ich weiß nicht, ob es eine Überdachung sein soll oder was es sein soll. Ich komme hier auf jeden Fall hoch. Aber die Türen kriege ich irgendwie hier nicht so auf. Die führen wahrscheinlich auch irgendwie. Hier habe ich auf jeden Fall Licht hier oben. Also die Tür soll offiziell aufgehen. Aha, sie geht auch auf. Hier haben wir noch einen Dachbodenbereich. Das ist doch schon mal schön. Ne, ich bin auch hier rein. Ich wollte eigentlich hier rein, weil ich dachte, ich könnte hier auch durch. Und das kann ich auch. Nämlich in den größeren Garagenbereich, den wir noch haben. Hier haben wir auch nochmal Licht. Das ist ganz simpel da oben mit versteckt. Hier wird man, es wird auch schon schön hell. Texturen sind so wie bei dem anderen auch. Und hier haben wir dann nämlich noch eine etwas größere Garage. Da passen dann auch ein paar mehr Sachen rein. Hier auch wieder die übliche Bodenplatte drunter. Man hat ja auch wieder Lichtschalter für den Außenbereich. Also das ist alles soweit ganz ordentlich. So. Da wir heute ziemlich viel zu tun haben, hüpfe ich einfach mal eine Runde und wir kommen einfach zu dieser Seemaschine. Und da seht ihr es ja auch, Cayena Amazon Seemaschine. Ich werde einfach mal das gute Stück schon gleich auseinanderfalten. Ihr seht, ne, ihr seht selber, so sieht es aus sozusagen. Vernünftige Geräuschkulisse dabei. Man kann hier ganz normal dann sagen, dem freundlichen Helfer vorher sagen, welche Saat er haben soll. Ihr seht immer, das sind die Grundsachen. Wir haben hier die Möglichkeit mit N den Behälter aufzumachen und der lässt sich dann schön wickeln. Da seht ihr auch die Kurbel. Finde ich auch sehr schön gemacht. Und wenn wir den Helfer dann anschmeißen, dann sagt er, ja, hier fange ich an zu sehen. Und ihr seht auch, hier seht er, in dem Fall ist es dann jetzt hier Weizen. Ne? Also das ist alles schon mal ziemlich hervorragend sozusagen.
Der Behälter ist dann von alleine aufgegangen, glaube ich, weil ich hatte ihn, glaube ich, zugemacht. Aber ihr seht selber, okay, da bin ich jetzt ein bisschen reingefahren. Sonst texturenmäßig und sowas, das ist alles ganz okay. Ne? Man sieht die ganzen Schlauchgeschichten und Verschlauchungen und sowas. Alles da, wo es sein soll. 6001, das liegt dann daran, dass es die 6-Meter-Variante ist. Wenn wir das Ganze uns hier im Shop angucken, finden wir ganz normal unter Seetechnik, müssen nur nach hinten durchgehen. Da seht ihr es, 34.000. Man braucht vorher nicht pflügen. Allerdings muss man hinterher düngen, weil düngen tut das gute Stück nicht. 4.000 Liter Saatgut ist natürlich eine ganz schöne Menge. Bei 6 Metern kann das gute Stück eine Zeit lang alleine arbeiten mit einem Helfer. 160 PS braucht ihr noch. Und wie gesagt, ihr könnt die Hauptfarben ändern. Deswegen habt ihr die auf dem Bild auch in Blau gesehen. Die Designfarben kommen noch dazu. Das ist hier die Abdeckung an sich. Und die Felgenfarbe kann man auch noch anpassen, wenn man das möchte. Ja, also eine sehr schöne Geschichte. Sieht schon mal sehr ordentlich aus. Wir haben noch das Nummernschild dazu. Und wie gesagt, 34.000, das ist doch vom Preis her durchaus okay. Ne, weil sonst andere, das ist jetzt eine 6 Meter für 120.000. Ne, aber die sät und düngt. Also wie gesagt, man muss das denn so, ne, die sät und düngt auch. Also das ist schon auch eine Lücke, wie wir gerade sehen, weil das sind alles See- und Dünggeschichten. Und das hier sind, ne, andere Varianten, die schmaler sind. Also er liegt vom Preis hier sehr, sehr günstig, da muss man sagen. So, dann hüpfen wir nochmal und zwar Richtung Platz und da sind wir hier, steigende Runde aus und haben noch zwei freundliche Traktoren vor uns. Genau, das machen wir heute auch noch. Wir haben einmal Massey Ferguson. Nicht erschrecken, die Mod soll offiziell heißen 3125, nee, 3115. Sie ist in der Modliste unter MF, also unter der Abkürzung zu finden, also ganz vorne unter M und dann 3125, weil das ist im Endeffekt auch die Variante, die ich jetzt hier stehen habe. Ich gehe das Ganze mal im Shop zuerst an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, steht unter Kompakt, meine ich. Ja, da haben wir es. 55.000 fängt das Ganze mit an. Wir haben hier verschiedene Bereifungsgrößen, Breitreifen, Pflegebereifungen. Ne? Da seht ihr selber mit Radgewichte, ohne. Das ist alles schon ziemlich cool gemacht. Wir haben die Datatronic-Terminal-Geschichten. Da ändert sich hier der Aufbau. Da sieht man es. Ne? Da sieht man dann halt, wie es dementsprechend aufgebaut ist. Das ist der Aufkleberpart. So. Da seht ihr, ne? Der Aufkleberpart hier. Ne? Wir können Frontlogo hier auch noch mittig oder seitlich setzen. Das seht ihr hier, das ist hier vorne. Wir können sagen, Auer oder Quicke. Und wir könnten hier auch mit einem Gebrauchtfahrzeug arbeiten. Wie ihr selber seht, ist das hier dann dementsprechend auch anzupassen und ein bisschen schmuddeliger zu machen. So, Nummernschild noch dran. 126 PS hat das gute Stück. Dabei bleibt er einfach. Und mit dem ganzen Zubehörgedöns sind wir hier bei 57.000. Er hat jetzt hier vorne nicht die großen Anschlüsse, aber hier hinten, wie ihr seht, ganz normal die Arbeitsmöglichkeiten, die wir so kennen. Rundumleuchte ist auch da. Können wir auch gleich mit anfangen. Da seht ihr das gute Stück. Wir können dementsprechend blinken. Das auch auf beiden Seiten. Funktioniert sowohl vorne wie auch hinten. Und natürlich die Lichtvariante. Ganz normales Standardlicht, hinten sehr schönes Arbeitslicht und vorne auch mit der LED-Leiste noch oben drüber, seht ihr selber, dann wird das ziemlich hell. Wenn wir in den Innenbereich gucken, Licht anmachen, sieht man so jetzt hier nichts. Ne, da seht ihr schön den Terminalbereich. Wenn ich den Motor anmache, ne, dann seht ihr, kommen die, so, die ganzen, da seht ihr es in der Mitte halt, beim Hochfahren die ganzen Kontrollleuchten an. Und es geht eine leichte Hintergrundbeleuchtung an. Das sieht man hauptsächlich links im Armaturenbereich. Ne? Hier bei den Tasten funktioniert oder passiert nicht so sonderlich viel. So, wenn wir jetzt hier auf die Hilfe gehen, dann seht ihr, wir haben noch eine Interactive Control Möglichkeit. Die mache ich jetzt auch mal an. Ne? Damit können wir hier schön Tür öffnen, links, rechts. Wir haben hier die Lichtschalterung. Die Zündgeschichte können wir damit machen. Und wir können mit das Wichtigste hier hinten schön noch die Heckscheibe öffnen. Ne? Also wie gesagt, sind schon ein paar Funktionen da. Ne? Ich mache jetzt erstmal wieder aus. Wir gehen mal wieder in den Bereich rein. Und ich glaube, ich drehe einfach mal eine Runde mit.
Ja, braucht eine Sekunde, bis er in Gang kommt, aber sonst geht's. Rückfahrleuchten hat er keine, Bremsleuchten funktionieren. Wie gesagt, Rundumleuchte hatten wir schon, die funktionierte auch. Ja, hier steht das gute Stück. Gutes, solides Gerät, man kann hier auch von außen schön die Türen aufmachen. Für Leute, die ein bisschen Roleplay-mäßig das ein bisschen genauer nehmen wollen, gar kein Problem, mit dem guten Stück machbar. So, wir kommen zur letzten Mod für heute und das ist der gute John Deere hier. Und da seht ihr selber auch schon, wir sind hier beim 8R und in dem Fall jetzt hier den 370 Autopower. So sieht's aus. Ich habe hier die breite Variante gewählt, um zu zeigen, dass es geht. Sprich, dass man auch für die Zwillingsbereifung die passenden Bereiche hätte. Wir haben hier normales Standardlicht anzuschalten. Wir haben hier hinten extra Arbeitslicht, was auch schön zur Seite noch mitgeht. Das Ganze natürlich auch vorne. Damit sind wir jetzt hier selber kreismäßig ziemlich komplett ausgeleuchtet. Dann geht das Ganze wieder aus. Wir blinken ordentlich und vernünftig. Auch über den Ausleger, finde ich sehr schön gemacht, so muss es auch sein. Das funktioniert einwandfrei und um Leuchten haben wir jetzt hier keine. Wenn wir in den Innenbereich gehen, dann sehen wir, hier passiert so nichts, wenn ich Licht anmache, wenn ich das Ganze anmache an sich. Dann haben wir eine Lichtreaktion, sieht man auch hier unten in den Tasten und sowas. Und auch dort oben seht ihr die Hintergrundbeleuchtung. Wenn wir die Hilfe anmachen, dann seht ihr selber, wir haben eine IC-Steuerung. Sorry. Und ja, mit der können wir halt dann noch ein paar Sachen machen, nämlich die Tür auf und zu. Wir können die Armlehne hier noch dementsprechend hoch machen. Wir können den Beifahrersitz hier umklappen, wenn wir es möchten. Wir sollten hier eigentlich auch irgendwo das Lenkrad ranholen. Da, da haben wir das Lenkrad dran. Wir können uns in eine Arbeitsposition begeben, wenn wir das möchten. Können Heckfenster öffnen. Also wie gesagt, das ist alles schon ganz ordentlich und funktioniert auch alles einwandfrei. Und hier, wie gesagt, das war die Armstütze, die wir damit auch noch bedienen können. Ja, ich mache ihn jetzt erstmal wieder aus, mache die Hilfe mal aus, gehe in den Außenbereich. So, und wir sehen, wir haben noch eine Maussteuerung da gehabt. Die werden wir uns jetzt auch noch mal angucken. Ich mache den Traktor erstmal an. Und da seht ihr selber, wir haben hier vorne eine Anpassung. Ne? Da seht ihr selber. Da haben wir noch eine Regulierung drin. So. So, jetzt hört ihr nochmal den frischen Motorstart und wir drehen da nochmal eine Runde mit. Ne, das machen wir nicht. Wir, glaube ich, gucken uns den zuerst an und dafür brauchen wir einfach nur in den Shop gehen, auf die Großtraktoren ganz ans Ende. 285.000 ist die Grundlage. Bei 280 PS fängt das Ganze an. Das geht dann hoch bis 370, 410. Dann kann man also weitermachen. Das ist es halt. 410 ist halt dann die größte Version. Hier gibt es auch dann, wie gesagt, die Zwillingsbereifung, Radgewichtgeschichten. Ne? Deswegen auch die breiten Arme. Wir können die Kotflügel vorne wählen. Wir können den Kotflügel hinten breitentechnisch anpassen. Wie gesagt, die Warntafeln seht ihr selber. Ne? Die sind dann auch für die Zwillingsbereifung gedacht. Die gibt es auch in schmal, wenn ihr sagt, nö, brauche ich nicht, Zwilling mache ich nicht ran. Warntafeln will ich aber trotzdem haben, könnt ihr auch schmaler arbeiten. Die Top-Scheinwerfer, die können wir hier noch zusätzlich schalten. Ne, ihr seht hier die Armlehnen, Joystick-Layout, GPS-Geschichte und sowas. Das ist das, was ich alles schon gemacht hatte. Nummernschild können wir sagen, Dach oder Auspuff, je nachdem, wo es hin soll. Und wir haben vorne die Fronthydraulik, Gewichteträger, was ihr halt dementsprechend alles so machen wollt in verschiedenen Stufen. Ne. Und das Nummernschild, genau sieht's aus. Ja, was wir hier haben, ist die Fronthydraulik-Geschichte. Und ja, den Rest habe ich ja vorhin gezeigt. Und ich würde sagen, wir drehen dann einfach nochmal eine Runde damit. Ja, kommt gut auf Touren. Ne, Bremsleuchten funktionieren auch. Gewissen Bremsweg hat er natürlich auch, das ist klar. Ich würde sagen, ich stelle ihn jetzt einfach mal freundlich neben. So. Und ja, dann haben wir es soweit auch schon. So einfach ist es, ne? Ja, ich rück mal die beiden hier schön mittig ein und dann ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und ja, macht das passende Glöckchen an, dann könnt ihr dementsprechend immer aktuell informiert werden, sobald ein neues Video von mir rauskommt.
Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis morgen.